Schon James Bond hat hier den Hauch des Todes gespürt. Und auch der dritte Mann hat hier sein Unwesen getrieben. Sie haben es vielleicht schon erkannt, ich bin im Wiener Riesenrad, dem Wahrzeichen der österreichischen Hauptstadt. Wer immer in Wien gedreht hat, ist an diesem Riesenrad nicht vorbeigekommen. Und jetzt schaue ich mal, was hat die Stadt denn sonst noch so zu bieten? Vom alten Prater zum neuen Gasometer. In und um vier Gastanks aus dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden Wohnungen und Büros gebaut. Auch ein Designhotel, das Rooms, modern und günstig. Jetzt aber ab in die Stadt. Das geht mit der U-Bahn in 15 Minuten. Ein Ticket für 2 Tage gibt's für 10 Euro. Die Wiener Innenstadt ist ein Schmuckkästchen. Neben prachtvollen Flaniermeilen gibt es auch versteckte Innenhöfe. Wien erkundet man am stilvollsten natürlich in einem Fiaker. Das kann ich mir bei meinem Budget überhaupt nicht leisten. Also fahre ich Straßenbahn, das ist auch schön. Und im 2-Tages-Ticket inklusive. Mit den Linien 1 und 2 fährt man entlang der Prunkbauten der Ringstraße. Mitte des 19. Jahrhunderts ein Neubauprojekt von Kaiser Franz Josef. Zwischenstopp im Schwarzen Kamel. Die leckeren Schnittchen oder Brötchen vom ehemaligen kaiserlich-königlichen Hoflieferanten haben Tradition. Dazu gibt's ein Pfiff, ein Mini-Bier. Die Einrichtung ist original Jugendstil und sehenswert. Wien hat mehr als 1000 Kirchen, aber nur in der Peterskirche gibt es täglich um 15 Uhr ein gratis Orgelkonzert. Wien ist eine Stadt der Musik. Der Wiener Walzerkönig wurde sogar in Gold verewigt. Das ist er, der Schani, der Johann Strauss. Tja, dann bin ich mal so frei. Übrigens, in Wien gibt's über 19 Quadratkilometer Stadtpark. Im Volksgarten kann man Sisi den Hof machen. Im Café Havelka gönne ich mir eine Melange, die Wiener Form des Cappuccino und die berühmten Wuchteln. Eine böhmische Hefeteig-Spezialität, die es nur abends gibt. Dieses Café ist eine Institution, seit 1939 im Familienbesitz. Heute leiten es Amir und Michael mit Papa Günther Havelka. Was macht denn ein Wiener Kaffeehaus aus? Das ist die Gemütlichkeit, die Ruhe, die Zeit. Das ist ganz wichtig in einem Kaffeehaus. Der Wiener möchte immer gleichbleibende Qualität haben von einem Kaffee. Schmeckt das schlecht, das Kaffeehaus leer. So ein Abend im Café kann sehr lang werden. Weiter geht's am nächsten Morgen auf dem Wiener Zentralfriedhof. Ein magischer Ort für einen Morgenspaziergang. Hier haben fast alle berühmten Bürger der Stadt ein Ehrengrab. Außerdem steht hier die Kirche zum heiligen Karl Borromäus aus dem Jahr 1911. Ein Prachtstück österreichischen Jugendstils. Zurück ins pralle Leben. Am Naschmarkt ist immer was los und woher der Name kommt, ist schnell erklärt. Beste Falafel Österreich, kennen Sie das? Und rundherum wieder tollste Architektur. Ganz in der Nähe lockt ein echter Kunstpalast. Das Kunsthistorische Museum ist von so einer gewaltigen Innenausstattung. Selbst wenn es leer wäre, sollte man es besuchen. Das war einmal die private Kunstsammlung der Habsburger. Nicht übel. Gleich gegenüber im Museumsquartier trifft sich die junge Szene, eine Stadtoase. Man kann hier die Zeit vergessen, man kann sich völlig entspannen und das mitten in Wien. Nach so viel Ruhe knurrt der Magen. Wien? Da war doch noch was. Klar, Wiener Schnitzel. Also sollten Sie sich für ein Wiener Schnitzel entscheiden, dann entscheiden Sie sich unbedingt gegen Pommes frites. Stattdessen gibt's dazu Salat und einen Spritzer, eine Weinschorle. Das stilechte Dessert gibt's als Souvenir. Ich hätte gerne die kleinste Sache der Welt. Gerne, ja. Ach. Das wäre dann die Größe Lilliput. Lilliput? Lilliput, ja. Das ist ja zauberhaft. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss, Wiedersehen.